Ja, hallo zurück. Willkommen zurück bei Morrowind. Es ist Zeit, nach dieser recht kurzen Folge, das letzte Mal, einfach nur weil der Übergang so schön gepasst hat, endlich das Nest der Königin zu betreten und unsere zwei lieben Freunde, die Eierdiebe, zu verdreschen. Innenbereiche werden geladen. Oh, erstmal ein Wurm natürlich. Oh. Okay. Wo seid ihr? Da seid ihr. Los! Triff und stirb! Los! Verdammt nochmal. Ja. Steckt deine blöde Spitzhacke weg. Ha! Geschafft. One down, one to go. Aber erstmal natürlich wieder ein Wurm. Dankeschön. Ich muss gerade mal kurz auf die Uhr gucken. Ja, okay. Oh, der nächste. Wo ist er denn? Da. Oh oh. Jetzt habe ich den auch noch auf mich angehetzt. Oh oh. Gegen drei. Oh fuck. So, einer tot. Und. Na, immerhin werden wir besser. Na los. Boah. Alter. Das war reichlich knapp, würde ich sagen. Naja, egal. Wir haben es und wir haben einen Kollateralschaden mitgenommen, aber. Was willst du machen, ne? Oh, das ist übrigens die Königin. Die ist aber pestkrank, glaube ich. Naja, gehen wir wieder. Ah, vorher pennen wir erstmal. Um wieder fit zu sein. Super. Puh, das war aber ganz schön knapp. Wir müssen wirklich ein bisschen besser werden, habe ich das Gefühl. Und vor allem fürchte ich, dass wir langsam auch mal unsere Sachen reparieren müssen. Ich meine, wir haben jetzt so viele Würmer verdrescht. Verdroschen, meine ich natürlich. Ja, mal gucken. Zustand 563 von 700. Sieht noch gut aus, alles. Ja, sieht gut aus. Könnt trotzdem mal gleich bei der Schmiede vorbeischauen, aber erstmal müssen wir natürlich überhaupt zurückkommen. Och, jetzt versperrt mir doch nicht den Weg hier. Ich will euch nicht töten müssen. Na toll, ey. Oh. Na los! Och Leute, das ist doch nicht euer Ernst. So. Lauf. Lauf. Dankeschön. So. Ich hoffe, ich bin überhaupt auf dem richtigen Weg. Ich glaube, es geht hier raus. Geht's hier raus? Geht's hier raus? Ah, wir sind wieder an der Abzweigung. Immer den toten Würmern nach. Den toten Würmern und den Eiern. Ich fühle mich unwohl hier drin. Also, auf Wiedersehen. Wir haben es geschafft. Grandios. Einfach grandios. Ha, seht ihr, wir haben es geschafft. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann, bitte fasst euch kurz. Ja, so siehst du aus. Stehst den ganzen Tag am Feuer und bist beschäftigt mit was? Mit Saufen oder was? Wenn man sich mal diese riesige Flasche anguckt, die da auf der Bank steht. Egal. Ich lass mich nicht reizen. So. Und es geht zurück. Es geht zurück. Wir sollten uns vielleicht auch mal einen schöneren Mantel besorgen. Der ist doch schon ganz schön braun und schäbig, ne? Oh, und mir fällt auf, wir haben immer noch keine Schulterplatte. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall mal beim Schmied vorbeischauen, würde ich sagen. Nicht wahr? Zum Glück brauchen wir hier höchstwahrscheinlich keine Ausdauer. Denn ich habe nicht vor zu kämpfen auf dem Weg zurück in die Stadt oder in der Stadt oder sonst wo. Yeah, yeah, yeah.
Lauf, yeah. Und seitlich. Und andere Seite. Und seitlich. Wow, seitdem wir einen Punkt in Athletik dazu gelernt haben, sind wir ganz schön akrobatisch geworden, nicht wahr? Naja, wie auch immer. Erst zur Kriegergilde oder erst zum Schmied? Ich bin fast dafür, erst zum Schmied zu gehen. Obwohl, nein, Quatsch. Erstmal sammeln wir natürlich die Asche ein hier, die Kohle bei der Kriegergilde. Und wieder hops und rein. Ach ja, das wird noch sehr oft passieren. Hallo, Edis, Eidis. Wie steht es mit diesen Eierdieben? Sie sind tot. Dankeschön. Geld ist immer gut, aber 100 Draken. Ich fürchte, wir müssen noch sehr viele Eierdiebe und Ratten töten, bis wir uns hier mal irgendwas richtig leisten können. Geizhals. Egal. Jetzt würde ich sagen, rüsten wir uns erstmal aus. Ja. Bei Meldor, dem Waffenschmied. Hallo. Magst du uns mal die Sachen reparieren? Dankeschön. Und jetzt... hat der hier überhaupt... Oh, der hat natürlich auch keine passende Schulterplatte für uns, ne? Ist doch nicht wahr. Och, Mann. Jetzt immer noch so bescheuert rumlaufen. Aber Eisenstiefel. Wieso haben wir eigentlich... Oh. Oh. Ach ja. Nee, die Eisenstiefel, das war schon gut. Nehmen wir mit. Er hat nur jetzt alle Rüstung wieder ausgezogen. Während des Reparaturvorgangs. Was ich nicht... Also, was man schon verstehen kann, aber was eigentlich ein bisschen blöd ist. Egal. Wollen wir ein bisschen runterhandeln? 20 vielleicht? Na komm. Dankeschön. Super. Dann wollen wir mal wieder uns anziehen. Ich fürchte, der Rüstungswert spinnt ein bisschen. Das ist... interessant. Ah, jetzt stimmt er wieder. Schade, ich hätte gerne 4.300.000 Rüstung gehabt. Aber gut, man kann nicht alles haben. Jetzt sollten wir uns vielleicht noch ein paar Heiltränke besorgen. Danke, Meldor. Ich habe wirklich keine Zeit für euch. Fasst euch kurz. Ja, toll. Sagt, was ihr wollt. Boah, können die nicht mal endlich ihre blöde Klappe halten? Egal. Weiter. Zum nächsten Händler, denn wir brauchen Heiltränke. Hast du Heiltränke, mein Freund? Heiltränke, Genesungstrank, einfache Genesungstränke. Hast du nicht was Besseres? Natürlich nicht. Ich fürchte, wir sollten tatsächlich mal zu einem Alchemisten gehen. Aber der ist natürlich wieder ein bisschen weiter weg. Aber nehmen wir mal die kleine Abkürzung. Sozusagen in die Oberstadt. In Uptown. Da, wo die ganzen Big Bosses sitzen. Man sieht es, es ist unglaublich schöner hier. Es sieht auch nicht irgendwie gleich aus, nur höher. Aber das soll uns ja nicht weiter stören. Wir haben hier erstmal eh nichts zu verlieren. Aber wir haben eine Alchemistin hier, die hoffentlich ein bisschen sinnvollere und bessere Heiltränke hat als dieser langweilige Händler. Kann ich euch irgendwie helfen? Sogar ein adeliger Alchemist. Eine adelige Alchemistin. Dunkeltrank brauche ich nicht. Glückstrank brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Morgenluft. Genesungstranks. Exklusiver sogar. Den nehmen wir mit, oder? Oh, das ist aber ganz schön teuer. Nee, das ist mir zu teuer. Das lassen wir mal lieber. Nehmen wir mal lieber den günstigeren, wenn sie den hat. Hat sie irgendwas günstigeres hier? Oh, Leute. Naja, dann wollen wir einfach mal... Ich meine, wir haben noch einen Standard-Genesungstrank. Und wir haben ja gesehen, das reicht. Das reicht. Ein Trank. Damit bist du super bedient. Und da ich sehr geizig bin, belassen wir sowas mal dabei. Bis dieser Trank nicht ausgetrunken ist, kaufen wir auch keinen neuen. Okay. Ob wir es schon mal wagen können, mit der Hauptquest weiterzumachen? Ich fürchte, sonst dauert das hier nämlich ganz schön lange. Sagt eure Worte. Du bist doch angekommen. Grünhaut. Ich glaube, wir versuchen es tatsächlich mal. Wir nehmen mal die nächsten Befehle entgegen auf unserer mysteriösen Mission. Für die Klingen. Die sogenannten, die tollen,
Die gefährlichen, geheimen, mysteriösen Klingenden. So. Kannst du nicht endlich mal was anziehen? Möchtet ihr etwas? Na egal. Möchtet ihr etwas? Ja, ich will Befehle haben. Gut. Zu Hassfahrt Anabolis. Anabolis. Antabolis. Yo. Ich soll etwas über den Nerevarine Geheimkult in Erfahrung bringen. Und das sechste Haus. Was auch immer das sein soll. Ich weiß es natürlich schon, aber was kann das sein? Wo finde ich den denn? Ich glaube, der ist in der Kriegergilde. Also doch wieder zurück zur Kriegergilde. Ja, die Dinge wiederholen sich. Ach ja. Ihr dürft sprechen. Ich fürchte, wir werden noch sehr lange hier in Balmora umher wandern, wildern, verweilen. Ihr dürft sprechen. Und ich darf sprechen, überall, das freut mich. Gehen wir mal wieder unten rein. Wir müssen, glaube ich, eh in den Keller. Ist man auch immer... Also, na egal. Weiter. Wolltet ihr etwas? Dieses Spiel ist überhaupt nicht lauflastig. Möchtet ihr etwas? Hallo, Hassfahrt Antabolis. Guten Tag. Und natürlich kriegen wir nichts, ohne erstmal einen Gefallen getan zu haben. Und dafür müssen wir in eine Dwemer-Ruine und einen Würfel holen. Das ist ja unglaublich. Naja. Aber das, ja, das werden wir tun. Das müssen wir tun, leider. Oh Mann. Immer dieses Rumgelaufe. Wenn man dann nicht mal weiß, was man erzählen soll, dann ist es gleich doppelt anstrengend. Machen wir das jetzt? Brauchen wir doch irgendwas? Denn jetzt geht es tatsächlich mal wieder aus Balmora heraus. Nicht, es ist nicht so, als würden wir gleich wieder herkommen, aber es geht erstmal tatsächlich raus aus der Stadt. Ist das nicht unglaublich? Mal wieder was anderes sehen? Wie in der wie die Eiermine zum Beispiel? Wir könnten... Oh, wir können noch ein bisschen was verkaufen, bevor wir losgehen. Das mache ich auch noch in dieser Folge. Ja, noch ein bisschen Zeit haben wir. Und dann in der nächsten Folge werden wir uns um den Würfel kümmern. Hallo! Willst du diese Kartoffel haben? Oder Skattel? Und das, und das, und das. Nimm alles. Nimm mir das alles ab. Ich brauche das nicht mehr. Das behalte ich erstmal. Aber sonst, guck mal, haben wir gleich mal 100 Draken verdient. Ist doch schön. Und können sogar besser feilschen. Ganze 7 Punkte können wir jetzt feilschen. Also, würde ich sagen, renne ich mal auf das Stadttor zu und beende genau in dem Moment, wo ich durch das Stadttor gehe, diese Folge. Auf Wiedersehen!